Kampf gegen den Kunststoffmüll im UNESCO-Weltnaturerbe. In der berühmten Ha Long-Bucht in Vietnam dreht dieses Boot mehrmals am Tag seine Runden, um Abfall aus dem Wasser zu fischen, im Auftrag der Behörden. Unter anderem Trinkflaschen und Styroporreste gehen den Müllkeschern ins Netz. Zuletzt war unsere Arbeit viel anstrengender als sonst. In den vergangenen 2 Monaten gab es besonders viel Müll. Ich fühle mich sehr erschöpft, denn ich arbeite den ganzen Tag, ohne richtig Pause zu machen. Dass derzeit viel Styropor im Wasser schwimmt, geht auf ein Projekt zurück, das eigentlich die Umwelt entlasten sollte. Die Behörden wollten die herkömmlichen Bojen der Fischfarmen durch umweltfreundliche Modelle ersetzen. Die Folge: die Betriebe warfen ihre alten Bojen einfach ins Meer. Aber auch die Millionen Besucher, die jedes Jahr die spektakuläre Bucht besuchen, sorgen für viel Müll. Normalerweise würde man sagen, schau mal die Aussicht und die Fischerdörfer. Man muss aber auch über den Müll sprechen. Oh Gott, sieh dir die Tonne an, sieh dir die Plastikflaschen und die Sachen im Meer an. Die Behörden wünschen sich eigentlich, dass der Tourismus noch weiter wächst. Für die Wirtschaft wäre das von Vorteil. Doch die Region könnte Opfer ihres eigenen Erfolgs werden. Die Touristen lesen in den Medien, dass die Ha Long-Bucht wunderschön ist. Aber wenn sie den Müll im Wasser sehen, wollen sie nicht schwimmen gehen und keine Bootstour unternehmen. Und sie geben weniger Besuchsempfehlungen an Freunde und Familie. Auch dass immer mehr Menschen in der Gegend leben, belastet die Umwelt. Es gibt viele große Wohngebiete nahe der Ha Long-Bucht. Wenn Hausmüll nicht richtig entsorgt wird und in der Bucht landet, belastet das die Umwelt, unter anderem auch das Ökosystem mit den Korallenriffen in der Bucht. Bis die berühmte Ha Long-Bucht wieder frei von Abfall ist, werden die Müllkescher noch viele Runden drehen müssen.